Hallo und herzlich willkommen zurück auf Tropico. So, heute würde ich ganz gerne eine Debatte machen. Also wir werden nachher noch ein bisschen normal weiterspielen, aber ich will jetzt am Anfang schon die zu debattierenden Themen mal ansprechen. Und zwar, also beziehungsweise ihr dürft gerne Vorschläge bringen und ich brauche auch noch Vorschläge von euch, weil so wahnsinnig viele Ideen habe ich noch gar nicht. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ich bei einer Sache auch noch nicht so ganz weiß, wie ich das machen möchte, um ehrlich zu sein. Genau, also das wäre so die Frage erstmal. Ich muss jetzt nur mal ganz kurz nochmal was nachgucken. Moment mal, Ich schön. liebe Tropico im Ah, Sonnenuntergang. okay. Okay, genau, also das wäre ganz schön, wenn ihr euch da dann auch nochmal beteiligen dran würdet, gerne Vorschläge bringen und natürlich auch bei meiner Frage, die ich euch nachher stellen werde, auch noch einen Vorschlag gerne unterbreiten hier in den Kommentaren. Dann wird es dann so sein, dass jetzt am Dienstag kein Video kommt, meine ich, am Mittwoch dann hoffentlich die Abstimmung, wenn wir genügend Sachen haben für eine Abstimmung, genügend Punkte und so weiter, dann werden wir das da dann machen. So. Gut, also jetzt gucken wir uns das erste mal an. Relativ einfach sind die Fragen: Wollen wir ein Informationsministerium bauen und eine Spionageakademie und einen Kerker? Ja, ich denke, diese drei Sachen schauen wir uns mal an. Was bringen die? Kerker ermöglicht die Aktion Verhaften. Verhaftete Bürger werden ungeschult und verlieren alle negativen Rollen. Bietet Platz für fünf Gefangene. Möglichkeit 2, Informationsministerium, einzigartig, reduziert Freiheit stark, kann unter Umständen Coup oder Aufstand verhindern. Und das letzte, Spionageakademie, einzigartig, bildet Agenten aus und schaltet Spionageaktionen frei. Loyale Agenten in Tropico werden sie gegen feindliche Spionageoperationen verteidigen. Also diese drei Möglichkeiten haben wir hier schon mal. Die Sache wird dann wahrscheinlich so aussehen, dass ihr alles, also praktisch abstimmen könnt, wir wollen alle drei Sachen haben, oder ihr sagt, wir wollen nur Informationsministerium oder Informationsministerium und Kerker oder Kerker und Spionageakademie oder Informationsministerium und Spionageakademie. So wird es ungefähr laufen. Ich muss jetzt nur kurz noch hinzufügen, einen Moment hier, Kerker. So. Genau, also das wäre die erste Sache, über die wir abstimmen müssen. Die zweite Sache versuche ich jetzt mal so ein bisschen Roleplay-mäßig herzuleiten, denn es macht auch durchaus Sinn. Also die erste Sache ist die Frage, ob wir hier an den Verfassungsprinzipien was ändern wollen. Also hier könnt ihr gerne auch noch sagen, oh, ihr findet aus diesen und diesen Gründen sollten wir irgendwas von diesen Sachen hier unbedingt ändern. Dann könnte ich die Sache auch noch mit aufnehmen. Ich möchte jetzt innerhalb vom Zeitalter Weltkrieg eigentlich nicht allzu viel hier dran machen und dran rütteln, denn es ist ja so, ja, wir müssen ja dann bald, wenn wir ins nächste Zeitalter gehen, werde ich eh über alle Verfassungsprinzipien nochmal abstimmen lassen. Deswegen nur zwei Sachen, die ich mir momentan aufgeschrieben habe. Und das wäre zum einen der atheistische Staat, ob wir hier was machen wollen. Aus dem Grund, dass wir ja einen Haufen religiöser Bürger haben auf unserem Land noch, in unserem Land noch, 276, die zweitgrößte Fraktion hier. Deswegen hier die Frage, ob wir vielleicht da auf nicht mehr auf atheistisch sein wollen, sondern zum Beispiel einfach auf säkular schalten wollen oder auf ja, Theokratie, finde ich vielleicht ein bisschen krass. Ich denke, da müssen wir mal noch schauen, wie wir das machen. Ob wir da entweder halt eben ob wir weiterhin atheistisch sind oder ja, oder eben säkular werden. Das muss ich mir auch noch aufschreiben. So, die Überlegung hatte ich nämlich erst gerade eben. So, genau, also das war hier mal noch die Frage. Also mehr möchte ich hier, also auf die Theokratie möchte ich nicht umschalten, das finde ich ein bisschen komisch irgendwie, aber theoretisch so die Möglichkeit wäre das hier. Also das wäre mal eine Idee. Einfach hier um diese Sache hier auch noch ein bisschen, weil die Religiösen werden ja schon eine große Macht haben in unserem Land mit 276 Wählern. Und deswegen ist hier halt mal die Frage, passt sich El Presidente drauf an oder eben nicht. So, das wäre die nächste Frage. Und noch eine Hammer. Rup, ups, falsch. Hier, nee, nicht Verordnung, Verfassung. Hier bitte.
So, und zwar hier zwecks Visumsprogramm. Hier eben die Frage, wollen wir eher, also weil wir haben ja durchaus ein bisschen ein Problem mit, ja, mit Leuten, die ungebildet sind. Wir haben mittlerweile recht viele gebildete Leute und so weiter und so fort. Und deswegen ist hier die Frage, ob wir ja eben hier Visumsprogramm weiter oder lieber mal Einwanderungsland ändern wollen. Also auch hier würde ich erstmal nicht die geschlossenen Grenzen zur Abstimmung geben, weil ich finde, das passt momentan auch einfach nicht so wirklich zu unserem bisherigen, ja, zu unserer bisherigen Art und Weise, wie wir das machen. Wenn jetzt jemand sagt, doch, das passt doch voll gut rein, dann kann man das gerne schreiben. Genau, aber ich denke, wir brauchen einfach den Zuzug von Ausländern. Und es ist ja momentan auch so, es hauen ja keine von unseren Leuten ab. Habe ich zumindest bisher noch nie gesehen. Wenn es so wäre, dann würde ich sagen, okay, geschlossene Grenzen, dass die nicht mehr so gut rauskommen aus unserem Land, wäre vielleicht mal sinnvoll. Aber es kommen ja viele Bürger zu uns, in den Leuten also hier zu gefallen. Die Leute machen ja auch keinen großen Mist, sondern sie gliedern sich ja ganz gut ein, wie es aussieht im Großteil. Genau, dann die nächste Sache wären noch diese Verordnungen hier. Hier haben wir nämlich mal noch die Frage, da kommt ihr jetzt noch in Einsatz. Ich bin mir nicht so sicher. Ich habe erst überlegt, ob ich schreiben soll, kommunistische Richtung oder kapitalistische Richtung so ein bisschen. Das heißt dann zum Beispiel extra, bei den Kapitalisten würde ich dann halt die Extra-Ration rausnehmen. Nichts ist umsonst reinnehmen. Und hier drüben vielleicht die Steuersenkung reinmachen, wobei das muss ich mir noch ernsthaft, müsste ich mir das dann überlegen. Oder hier drüben halt keine Sozialversicherung, dafür aber kostenpflichtige Krankenpflege und kein Bildungsprogramm oder so. Aber das fand ich dann irgendwie, und auch keine Hypothekenzuschüsse und auch keine Agrarsubventionen mehr. Aber das fand ich ein bisschen, naja, weiß ich auch nicht, ein bisschen krass, und beim Sozialismus halt gerade andersrum und vielleicht noch eine Vermögensteuer oder so. Aber das fand ich ein bisschen krass. Deswegen habe ich mir überlegt, das mal so zu machen, also Extraration würde ich einfach ganz gerne behalten, das hat ja schon so ein bisschen Tradition bei uns. Ich will ja auch nicht über jede Kleinigkeit hier abstimmen müssen. Nichts ist umsonst, finde ich auch ein bisschen blöd, wir bauen ja unsere Nahrung selber an. Wenn wir sie jetzt importieren würden, würde ich da sagen, okay, von mir aus, wenn jetzt jemand auch hier gegen meine Vorschläge was hat und sagt, hier, andersrum wäre es vielleicht besser, dann können wir da nochmal drüber reden, ja, ganz klar. Aber was ich mir halt überlegt hatte, war zum einen die Frage, wollen wir Sozialversicherungen einführen oder eher kostenpflichtige Krankenpflege sozusagen? Oder wollen wir die Sachen einführen? Wollen wir das Bildungsprogramm einführen? Wobei ich hier ehrlich sagen muss, Bildungsprogramm nutzt uns einfach vom Spielprinzip her nichts. Aber einfach hier so ein bisschen, was die Sachen angeht. Also worüber wir reden könnten, wäre natürlich von mir aus nichts ist umsonst, Extraration, Vermögensteuer, Agrarsubventionen, wollen wir die vielleicht abschaffen, wenn sich da jemand drauf dafür ausspricht. Ich finde es halt nur so ein bisschen blöd, weil es passt eigentlich, ja, also nee, eigentlich nicht. Ich muss mir das ja auch noch überlegen, ihr merkt es, wird dann beziehungsweise bei der Abstimmung dann auch ein bisschen klarer hier. Aber gerade vor allem so Sachen kostenpflichtige Krankenpflege, Sozialversicherung, Bildungsprogramm, Hypothekenzuschüsse, wollen wir das? Ja, nein, vielleicht. Ja. Also da würde es mich mal freuen, wenn ihr mal eure Meinung dazu sagt. Das muss auch, wie man das denn vielleicht in eine Abstimmung bringen kann, weil da 10 Abstimmungsdinger machen wegen den ganzen Verordnungen, muss ja nicht unbedingt sein. Wir können uns vielleicht noch die Verordnung anschauen, also nichts ist umsonst, Bürger müssen für Nahrung zahlen, Extraration erhöht den Nahrungsverbrauch und die Nahrungszufriedenheit der Bürger. Vermögensteuer erzeugt Profite abhängig von wie viele Reiche und Stinkreiche es gibt, dafür mögen die uns nicht mehr so sehr. Dann hier Agrarsubventionen, Effizienz aller Plantagen und Hydrokulturen steigt, wobei ich das wie gesagt eigentlich ganz gerne belassen würde. Sozialversicherung stellt sicher, dass alle Kinder, Studenten, Arbeitslose und Rentner mindestens die Wohlstandsstufe Arm erreichen. Die fortlaufenden Kosten hängen von der Anzahl der betroffenen Bürger ab. Also das wäre natürlich auch eine Frage, weil dann hätten wir wenigstens keine Hüttenbewohner mehr, wenn wir das hier hätten, also durchsetzen würden vermutlich. Ist ja die Frage, ob wir es wollen, kostet ja auch ein bisschen Geld. Kostenpflichtige Krankenpflege ist eigentlich klar. Jeder, der muss sich die Gesundheitsversorgung muss man bezahlen, wer es sich halt nicht leisten kann,
bekommt sie halt nicht. Ist halt die Frage, ja, genau, in Bildungsprogrammen erhöht die Effizienz von Highschools und Universitäten. Schüler und Studenten machen schneller ihren Abschluss. Kosten hängen von der Anzahl der Erziehungsgebäude ab und die Hypothekenzuschüsse kennen wir ja schon, senken den zum Leben in allen Wohnsitzen benötigten Wohlstand. Die Kosten hängen von der Anzahl der Wohngebäude ab. Hier würde ich vielleicht auch so ein bisschen hingehen und sagen, okay, Sozialversicherungen, Hypothekenzuschüsse machen wir als eins praktisch. Ja, einfach um hier sozusagen die Wohnungszufriedenheit oder die alles was mit Wohnungen zu tun hat, ein bisschen zu steigern. Und dann noch unabhängig davon, das ist eigentlich einfach nur eine andere Sache noch, und zwar hier Karneval. Wollen wir bei uns auf der Insel den Karneval etablieren, erhöht die Servicequalität aller Unterhaltungsgebäude, aber auch die Kriminalität. Ich meine, wenn wir uns mal hier das so anschauen, Sicherheit haben wir ja 97, also wäre Kriminalität, ein bisschen ansteigende Kriminalität, nicht so schlimm. Wir haben ja dafür relativ viele Polizeiwachen und das würde halt hier die Unterhaltung steigern. Ist halt die Frage, ob wir das wollen. Genau, also wenn wir das dann mal reinnehmen, dann würde ich das vermutlich auch drin lassen, weil das dann einfach so eine Sache ist, die dann einfach Tradition hat bei uns auf der Insel. Genau, also das wären jetzt erstmal so ein paar Ideen, Anreize von mir. Ich denke, das sind schon wieder einige Punkte, über die wir abstimmen müssten. Wie gesagt, bei der Verfassung, da muss ich ja noch gucken, ob wir da überhaupt jetzt drüber abstimmen oder ob wir einfach sagen, wir gehen bald ins nächste Zeitalter. Das sollte ja ganz gut möglich sein. Auch hier nochmal der Aufruf, falls es bisher noch keiner von euch geschrieben hat, wie geht denn das hier? Wir müssen Verträge mit beiden Seiten abschließen, mit Achse und Alliierten. Wie geht das? Was müssen wir hier machen? Müssen wir hier eine Delegation noch reinrufen oder gar ein Bündnis oder wie funktioniert das Ganze? Das würde mich mal interessieren. Was passiert, wenn wir hier preisen? Ja, okay, würden wir die Auslandsbeziehungen zu denen verbessern? Genau, also das wäre halt hier die Frage, ob wir das dann überhaupt machen, diese ganze Sache, oder ob wir da einfach mal noch warten. Genau, dann vielleicht auch dahingehend mit den Verordnungen und so auch noch warten, bis wir einfach eine große Abstimmung noch machen. Wenn wir dann im nächsten Zeitalter sind, da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher, wie wir das machen wollen. Ich muss es selber mal noch schauen. Allerdings, ja, Spionageakademie und so, da würde ich schon ganz gerne mal drüber abstimmen. Ja, also, ihr merkt, ich bin, was die Sache angeht, noch völlig, völlig unsicher. Wir haben ja übrigens noch den Kampf gegen die Alliierten. Bin ich mir noch völlig unsicher, ob wir jetzt hier großartig viele von den Sachen schon machen wollen oder auch nicht. Ja, das weiß ich einfach auch noch nicht. Oder wie wir das machen. Ich habe mir auch schon überlegt, ob man nach Fraktionen abstimmen lässt. Also sozusagen, ihr könnt euch aussprechen für die Kommunisten oder für die Kapitalisten. Und je nachdem wähle ich dann die Sachen da aus. Ja, ist halt auch die Frage. Wobei natürlich auch bei Kapitalismus, das muss man natürlich auch sagen. Das bedeutet ja nicht, nur weil wir Kapitalismus auswählen, dass man keine Sozialversicherung machen kann. Ich meine, wir sind auch in einem kapitalistischen System in Deutschland. Wir haben auch Sozialversicherungen. Das ist halt immer eine Auslegungssache so ein bisschen, gell? Oder wir lassen vielleicht auch mal abstimmen nach dem Motto, sind wir kommunistisch, sind wir irgendwie soziale Marktwirtschaft oder sind wir freie Marktwirtschaft? Das wäre natürlich auch mal eine Überlegung wert, das so in die Richtung zu machen. Ach, ich weiß auch noch nicht. Das ist recht schwierig, weil ich will mich ja auch nicht im Klein-Klein verhätteln und jede Sache mit euch abstimmen lassen. Das ist auch immer so schwer, wenn man dann mal eine weitere Abstimmung macht und dann sagt, okay, jetzt müssen wir eigentlich die Sachen wieder alle abstimmen, sozusagen, ob das auch so beibehalten wird und so. Ich denke, das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee. Vielleicht mache ich es auch in die Richtung, dass ich einfach sage, sind wir eher kapitalistisch oder eher, also freie Marktwirtschaft, eher soziale Marktwirtschaft oder eher kapitalistisch, ist freie Marktwirtschaft kapitalistisch oder also kapitalistisch soziale Marktwirtschaft oder kommunistisch so ein bisschen, Planwirtschaft also. Weil also wenn ich jetzt sagen würde, wir machen mal sozusagen wenn ich hingehen würde und sage, wir machen eine soziale Marktwirtschaft, würde ich sagen, Sozialversicherung auf jeden Fall. Bildungsprogramm vielleicht, ja, Hypothekenzuschüsse vielleicht eher nicht oder so, das müsste man mal noch schauen, das gucken wir einfach mal. Ach, ich weiß auch nicht, ich finde es so schwierig. Ihr könnt ja mal eure Ideen deswegen reinschreiben und auch ansonsten, was ihr sonst noch für Sachen habt, die abstimmen könnten. Also das muss ja nicht alles
immer, wir müssen ja nicht 1000 Sachen jetzt abstimmen, sondern das würde ich dann eher auch aufs nächste Zeitalter noch verschieben, so ein paar Sachen. Aber ihr könnt ja mal schreiben, was ihr sagt. Genau, jetzt habe ich lang genug deswegen geplappert. Bin mal auf eure Vorschläge gespannt. Genau. Präsident, der Krieg gegen die Dummheit macht gute Fortschritte. Doch da geht noch mehr. Wir brauchen eigene Leute, die den Kampf anführen. Mit der Highschool überwinden wir sie langsam, aber sicher die ungebildeten Horden. Mit einem richtigen Manager für unsere Highschool oder der Erhöhung des Budgets können wir das Ganze vielleicht noch etwas beschleunigen. Besitzen Sie einen Manager für eine Highschool. 30 neue Bürger werden zu uns einwandern. Erfinder. Konservierungsmittel inklusive. Ja, Erfinder hört sich doch gut an. Ja. Erfinder machen wir mal. Hier in diese Highschool. Dafür kriegen wir dann 30 Leute. Ja, sogar Penultimo. Herr Präsident, es ist jetzt Zeit für unsere entscheidende Offensive im Krieg gegen die Dummheit. Ursprünglich wollte ich alle dummen Menschen versammeln und sie auf eine andere Insel schicken. Doch leider gibt es in der gesamten Karibik keine Insel, die groß genug für alle ist. Wir brauchen einen neuen Plan, einen klügeren Plan. Wie sollen wir gegen die Dummheit kämpfen, Herr Präsident? Nicht wir sollen wir. Genau. Universität bauen. Literaturprogramm. Wo? Was? Wie? Keine Ahnung. Observatorium. Weißt du nicht, was ist denn dieses Literaturprogramm jetzt? Keine Ahnung, was das ist. Das ist keine Verordnung, oder? Leider können wir jetzt auch nicht abspeichern oder so, Witze. Weiß auch nicht. Ich würde es schon mal ganz gerne auswählen, aber ich weiß einfach nicht, was es ist. Observatorium wäre natürlich auch was. Ich will jetzt wissen, was das ist. Perfekt. Die Bürokratie. Das ist eine Verordnung. Hä, wo denn? Lassen Sie die Verordnung Literaturprogramm. Zerstören oder umgekehrt. Die freie Macht. Oder ist das hier Bildungsprogramm, weil das heißt ja so. Die Bürokratie. Da hat wahrscheinlich irgendjemand mal wieder nicht richtig mitgemacht hier. Und ein bisschen verkackt. Ich denke, dann starten wir mal das Bildungsprogramm in Gottes Namen. Ich denke, das wird schon das sein hier. Der Krieg gegen die Dummheit, ja, das war's. Vorbei. Wir haben es irgendwie geschafft. Mir wurde unabhängig davon gesagt, ich dürfte Menschen nicht mehr dumm, Idioten oder hirnlos nennen. Ich darf jetzt nur mehr geistig minder bemittelt sagen. Na dann, mir gefällt das nicht, Herr Präsident. Wir haben den Krieg gegen die Dummheit nicht geführt, damit uns diese geistig minder bemittelten Menschen ihre geistig minder bemittelte Political Correctness aufzwingen. Wie dem auch sei, ich habe eine Belohnung für Sie. 40 geistig minder bemittelte Einwohner, 5 kostenlose Festungen oder 20.000 tropikanische Dollar. Ich glaube, wir nehmen die 40 geistig minder bemittelten Einwanderer. Wow, das wären aber viele neue Einwohner. Ja, also ich denke, das können wir dann auch, dieses Ding werden wir dann auch wahrscheinlich wieder ausschalten oder so. Beziehungsweise jetzt lassen wir es halt erstmal eine Weile laufen. Was sonst ist es auch doof, wir müssen jetzt gleich wegmachen wieder. Oder? Da können wir eh nicht. Ach toll. Aus externen Gründen kann man die nicht aus. Kann man das nicht wegmachen wieder. Ja, toll.
Also ich bin mir auch ehrlich gesagt, wie gesagt, insgesamt noch nicht sicher, ob es überhaupt eine Debatte geben wird oder ein Abstimmungsvideo oder wie groß das sein wird oder was weiß ich. Ich denke, also Debatte wird es jetzt, wie gesagt, auf jeden Fall in dem Video geben, aber wegen der Abstimmung bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht sicher. Achso, da fällt mir übrigens ein, ja, das machen wir gleich, aber da bin ich mir, wie gesagt, noch nicht hundertprozentig sicher, wie das da laufen wird, was dann alles im Endeffekt abgestimmt wird. Aber mir fällt gerade auf, wir können hier mal Schiffsbau machen. Jede Hafenanlage stellt ein zusätzliches Handelsschiff zur Verfügung. Das finde ich ganz cool, wobei wir gar nicht so viele Exporte haben gerade. Aber Handelsschiffe können 50% mehr exportieren, Exporte befördern. Das finde ich eigentlich ganz cool. 70 Bürger kamen an in Tropico. Jetzt sind wir aber mal verspannt, wo die ankommen. Wo kommen sie? Hier. Sind die alle ungebildet? Nee, oder? Lol. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ich habe gedacht, die sind, haben vielleicht auch einen Highschool-Abschluss und die nennt die einfach alle ungebildet. Okay, das ist natürlich jetzt lustig. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal eine Welle an Ungebildeten hier auf der Insel, die alle arbeitslos sind. Aber einige Jobs haben wir ja noch für die. Wie sieht es denn eigentlich mit der Konservenfabrik aus? Die wird gebaut oder wurde gebaut. Es sind auch schon ein paar Leute drin jetzt mittlerweile. Ja, ne? Super. Ja, ich will jetzt hier auch erstmal nichts bauen mehr. Großartig, das reicht jetzt erstmal das Kraftwerk hierfür. Ja. Aber ist natürlich witzig, jetzt muss man erstmal abwarten, bis diese ganzen ungebildeten Arbeitskräfte hier mal einen Job haben irgendwo. Ich meine, aber wir haben ja noch einige Plätze offen, so ist ja nicht. Ansonsten müssen wir halt mal wieder irgendwas bauen für die. Ah ja, und hier kleinflächiger Anbau wollte ich auch mal machen. Die Arbeitsqualität steigt um 20 Punkte, der Wohlstand der Arbeiter nimmt zu. Finde ich ganz cool hier für die Plantage. Die sind dann jetzt viel zufriedener hier. Was können wir denn hier noch machen? Hochdruckeindosungsmaschine. Okay, interessant. Fügt einen zusätzlichen Produktionszyklus hinzu und erlaubt der Konservenfabrik die Fleischverarbeitung. Ja, von mir aus. Jetzt brauchen wir auch noch Fisch, Fleisch, Ananas, Kaffee. Brauchen wir jetzt. Vielleicht sollte man, was das Fleisch angeht, dann auch mal nochmal irgendwie eine Farm in die Richtung was bauen. Was haben wir denn hier? Das sind Schweine und das sind Rinder. Ja. Ist eh die Frage. Wir haben hier unten leider auch keine Produktion mehr. Wir brauchen neue Farmen. Machen wir das mal noch kurz. Ziegen. Ziegen vielleicht auf jeden Fall mal hier irgendwo. Wie können wir die denn am besten bauen? Ziegen, Schweine. Ja, die könnten wir mal. Dass wir hier mal ein bisschen mehr in die Richtung noch gehen. Schweine. Ziegen. Könnte man. Ja, hier daneben bauen eigentlich. Das ist ganz gut hier. Einfach nochmal für mehr Milch. Und dann ist die Frage, wollen wir Rinder auch nochmal? Können wir eigentlich. Und dann werden wir hier daneben noch einen Parkplatz bauen. So. Gut, ich denke, das sollte dann erstmal wieder helfen, auch unsere ganzen Ungebildeten hier wieder Arbeitsplätze zu geben damit und dann natürlich auch die Konservenfabrik anzukurbeln und natürlich auch die Molkerei da unten wieder. Na, Effizienz 81 nur hier unten. Ja. Ich denke, schadet es auf jeden Fall mal nicht, die Dinger da zu bauen. Das sieht man doch mal gerne hier jetzt überall in unseren ganzen Gebäuden mal wieder Mitarbeiter genügend. Was ich mich nur frage, ist, ob wir jetzt überhaupt dann noch genügend Häuser haben und so weiter. Ich
glaube, hier werden wir gleich mal kurz die Verordnung aktivieren. Stadtentwicklung, jo, lassen. Und dann werden wir hier mal ein paar Häuser bauen. So, hier erstmal 6 Häuser. Und dann vielleicht mal hier daneben, um nochmal was für die Schönheit dieser Anlage hier zu tun. Oder dieses Bereiches hier. Vielleicht nochmal ein Wasser hier, nochmal so ein, oder so ein Park hier mal. Aber warum auch nicht, bauen wir den Park hier mal. Das Restaurant ist wahrscheinlich voll, oder? Ne, nicht mal. Taverne auch nicht. Gut, bauen wir das hier mal. So, und dann bin ich gerade noch am Überlegen. Vielleicht auch nochmal hier unten nochmal 2 Mietskasernen hinbauen. Wie sieht es hier oben eigentlich mittlerweile aus mit den Einwohnern? Auch schon recht voll. Das bedeutet, hier können wir definitiv auch mal noch ein paar Häuser bauen. Die Frage jetzt, wohin ungefähr? Wollen wir hier so weiterbauen oder wie wollen wir das machen? Ich denke, hier können wir mal noch so eine Reihe so darüber bauen. Das passt eigentlich. Und werden dann hier dazwischen vielleicht einfach auch nochmal eine große Gartenanlage bauen. So einen richtig schönen, ja, hier sowas und dann noch so einen Park hier daneben. Dann kann man da mal das so mal aufbauen und dann vielleicht hier irgendwann auch nochmal mit ein paar Häusern füllen das Ganze. Schauen wir mal. Genau. Ansonsten, Moment mal, braucht eine Taverne noch keinen Straßenanschluss, gell? Dann machen wir das doch gerade mal und bauen hier. Ne, brauchen wir eigentlich nicht. Bauen wir hier einfach nochmal ein paar Häuser. So, das sollte dann erstmal reichen. Wie viel? Oh, hier haben wir 150 von 150 Leuten in dem Wochenmarkt drin. Bauen wir gleich nochmal noch einen neuen Wochenmarkt. Kleiner Laden. Hier daneben einfach. So, wunderbar. 1014 Einwohner übrigens. Gut. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen kleinen Cut. Morgen dann, wie gesagt, kein Video erstmal und wir schauen mal, über was wir abstimmen können. Ich denke, über diese Informationsministerium, die Spionageakademie-Sache und so weiter sowieso mal und dann sieht man mal weiter. Jetzt gucken wir mal nochmal rein. Arbeitslose haben wir ganz schön viele hier immer noch, ungebildet. Ja, haben wir noch Plätze frei, definitiv. Schauen wir da mal, was mir hier gerade vielleicht noch einfällt, was wir hier an der Stelle auch mal noch machen könnten. Ananas ist hier ganz gut. Mais hier nicht gut. Bananen. Ja, bauen wir hier mal noch eine Ananasplantage hin. Das haben wir ja gesagt, das passt ja optimal hier rein. Zum Glück. Gut, dann bauen wir das hier mal rein noch und dann würde ich sagen, machen wir jetzt aber tatsächlich mal einen Cut. Morgen dann erstmal kein Video, wie gesagt, nochmal hier an der Stelle sei das so erwähnt. Und dann schauen wir mal wegen Abstimmung oder ob es weitergeht oder so. Aber ich lasse euch jetzt erstmal hier noch ein bisschen mehr Zeit, um euch mal Gedanken zu machen, welches System ihr auch zum Abstimmen ganz gut finden würdet, was ihr gerne abstimmen würdet etc. Also, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.